Servus, liebe Haching-Fans. Wir haben noch ein ganz wichtiges Thema, was wir unbedingt mal loswerden wollen. Und zwar Haching schaut hin. Was ihr bisher auch sonst immer für uns geleistet habt, ist absolut unglaublich. Ihr seid Teil von unserer DNA. Ihr schafft es überhaupt, dass wir eine Plattform kriegen, wo wir Gutes tun können. Ihr tut dem Hintergrund noch so viel mehr Gutes. Und wir sind unglaublich stolz, dass wir euch im Verein haben. Und das ist einmalig. Kriege ich Gänsehaut, wenn ich es erzähle. Vielen, vielen Dank für alles, was ihr für uns tut. Das ist ganz, ganz tief für uns und ganz wichtig. Und ich freue mich schon auf die nächste Zeit mit euch. Genau, wie der Seppi schon gesagt hat, es war jetzt einfach mal an der Zeit, euch da in einem einzelnen Beitrag euch zu danken, weil es vom Gefühl immer irgendwie ein bisschen untergeht. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, jetzt mal eine Hommage an euch zu sprechen, was ihr für uns leistet, wie ihr unser Profil schärft, wie ihr das Image des Vereins mitprägt. Das ist einfach unglaublich und da steckt einfach ein paar Leute dahinter, die ganze Arbeit leisten, die sich da ehrenamtlich unfassbar engagieren. Das fällt dann wahrscheinlich hinten immer ein bisschen runter, jetzt wahrscheinlich auch im Zuge des Aufstiegs. Und deswegen geht ein Dank raus, erstmal auch an meine Frau, die sich da unglaublich einbringt, der das Thema brutal am Herzen liegt. Der Klaus Meyer, Karin Radl, Flo Rentsch, Peter Wackstiel, Flo Fussek. Wirklich herzlichen Dank für alles, was ihr macht. Nur mal ein kleines Beispiel zu nennen, auch für die Fans, die wissen es meistens zwar schon, aber der Inklusionstag, der wahnsinnige Wellen geschlagen hat im Positiven, bei dem der Luca bei uns die Meisterschale hochgestreckt hat. Wir haben für den Fritzi letzten seine DKMS-Aktion ins Leben gerufen. Wir haben, der gesund geworden ist, den kleinen Mirko gab es, der betreut wurde. Es gibt so viele Sachen, wir können noch hunderte aufzählen, also bitte macht so weiter, bleibt dran. Es soll nicht so sein, dass wir die dann immer nur ausführen, dann die Lorbeeren einfahren, sondern deswegen vielen Dank für alles. Ihr seid wirklich brutal und herzlichen Dank. Und es hilft uns auch brutal, einfach wieder am Boden der Tatsachen anzukommen, das Leben zu schätzen, zu wissen, dass wir gesund sind. Und dafür nochmal vielen Dank auch, dass ihr der Mannschaft auch tatsächlich immer einen großen Beitrag leistet, auch für den Aufstieg oder für erfolgreiche Zeiten. Vielen Dank.